Im letzten Video habe ich einige fortgeschrittene Taktiken erklärt, die das Spiel deutlich vereinfachen können. Hier sind vier weitere davon. Die erste Taktik ist recht schwierig zu demonstrieren, aber zumindest dann hilfreich, wenn ihr versucht, mehrere Gebäude in enge Stellen zu quetschen. Kurz gesagt, das Spiel scheint bei der Platzierung mehr Platz nach unten hin zu blocken, als das Gebäude eigentlich braucht. Wenn ihr also Gebäude von unten nach oben hin platziert, könnt ihr den vorhandenen Platz effektiver nutzen. Wenn ihr verhindern wollt, dass die KI in euer Gebiet expandiert, aber nicht in der Lage seid, eure Grenze mit Türmen zu verteidigen, könnt ihr auch versuchen, einen Wald anzupflanzen. Die KI wird keine gezielten Anstrengungen zu dessen Beseitigung unternehmen und ist damit effektiv ausgebremst. Ich habe auch schon gehört, dass solche Wälder größere Truppen behindern und damit Türmen mehr Zeit verschaffen können, aber selbst wenn dem so ist, habe ich meine Zweifel, dass es den Aufwand rechtfertigt. Die Siedlermauer ist vielleicht, abgesehen vom S-Turm, die Cheese-Taktik schlechthin. Ihr Einsatz erfordert etwas Micromanaging und Übung, aber wenn ihr es richtig macht, ist eine Siedlermauer für die KI ein unüberwindbares Hindernis. Dazu erobert ihr mit einem Pionier einen dünnen Streifen Land und nutzt Diebe, um ihn mit Siedlern zu füllen. Da Siedler richtige Ehrenleute sind, werden sie niemals Zivilisten angreifen. Seid dabei aber sorgfältig und probiert aus, ob ihr selbst daran vorbeikommt. Wenn es Lücken gibt, wird die KI sie finden, und solange sich beteiligte Siedler bewegen, müssen noch mehr von ihnen hinzugefügt werden. Ihr müsst nicht jeden möglichen Zugang zu eurer Siedlung blockieren. Die KI erkennt die Siedlermauer nicht als Hindernis und passt ihr Pathfinding nicht an sie an. Also müsst ihr nur die Routen blockieren, die die KI auch tatsächlich nutzen möchte. Wichtig ist, dass kein Spieler das Gebiet erobert, da die Mauer sonst sofort aufgelöst wird. Aufgrund ihrer Natur funktioniert diese Taktik auch nicht gegen das dunkle Volk. Handelsschiffe haben in diesem Spiel einen schlechten Ruf, und das nicht ohne Grund. Sie tun oft nicht das, was sie sollen, lassen sich nicht direkt steuern, werden mit Abstürzen in Verbindung gebracht und müssen auf manchen Karten auch noch verteidigt werden, besitzen dafür aber keinerlei Selbsterhaltungstrieb. Tatsächlich könnt ihr euch aber beim Warentransport über das Meer einiges an Stress ersparen. Hierzu benötigt ihr zwei Häfen, zwischen denen es keine mögliche Seestrecke gibt, sowie ein Handelsschiff an jedem Hafen, von dem aus ihr Waren versenden wollt. Wenn ihr die Waren nun normal verladen lasst, werden sie zunächst auf das Handelsschiff gebracht. Sobald es voll ist oder alle Waren verladen wurden, lädt es die Waren wieder aus. Allerdings im Zielhafen. Meine Vermutung ist, dass das Spiel nach dem Verladen der Waren zwei Dinge überprüft. Ob sich das Schiff seinem Zielort weiter nähern kann und ob es sich an einem Hafen befindet, aber nicht, ob es sich bei diesem Hafen um den Zielhafen handelt. Also bleibt das Schiff, wo es ist, und die Waren werden einfach rübergebeamt. Ich weiß noch keine konkrete Mission, bei der diese Methode sowohl möglich als auch nützlich wäre, aber theoretisch sollte sie sich auch mit mehreren Häfen durchführen lassen. Dann wäre es sinnvoll, einen Hafen als Knotenpunkt zu verwenden, der tatsächlich von keinem anderen Hafen angesteuert werden kann. Alle anderen können durchaus eine mögliche Verbindung haben, die aber nicht genutzt werden muss. Das waren vier weitere fortgeschrittene Taktiken. Wenn ihr noch mehr kennt, lasst es mich wissen und vielleicht findet sich noch genug für ein drittes Video.